Am heutigen 1. Mai 2010 findet in Laufen bereits zum 10. Mal der traditionelle 1. Mai-März statt. Auf der Suche nach jemandem, der uns etwas über den Hintergrund dieses März erzählen kann, sind wir fündig geworden. Dieter Pinkeli, ihr seid der Präsident des Schweizerischen Märzverband. Hat das einen speziellen Grund, dass euer Verband sich heute hier in Laufen mit einem eigenen Stand präsentiert? Der Schweizerische Märzverband feiert in diesem Jahr das 100-jährige Jubiläum. Und der Laufener März feiert zugleich auch das 10-jährige Jubiläum vom 1. Mai-März. Und das ist der Grund, wieso wir eigentlich hier jetzt einen Stand haben und uns präsentieren. Kennt ihr selber den Hintergrund, wie es eigentlich vor 10 Jahren hier zu dem 1. Mai-März gekommen ist in Laufen? Also die ganze Geschichte hat eigentlich schon 13 Jahre vorher angefangen. Das heisst, wir haben ja hier im Laufental zum Kanton Bern gehört früher. Und im Kanton Bern war der 1. Mai immer ein Arbeitstag gewesen. Und die Läden haben offen gehabt, logischerweise. Und dann sind wir zum Kanton Basel-Land gekommen. Und dann hat sich das geändert gehabt. Und dort war der Sonntagsverkauf nicht gewesen. Dann hat man ja den Sonntagsverkauf eingeführt gehabt. Und dann hat das Laufen beschlossen, der einen Sonntag auf den 1. Mai zu machen, dass sie dort wieder arbeiten können am 1. Mai, und der andere für den Christkindlmarkt. Und dann ist im 97 eigentlich durch das Bierscenter, durch IG Bierscenter, der Markt eigentlich so aus der Taufe gehoben worden, indem das IG Bierscenter den Flohmarkt gemacht hat. Im 2000 sind dann die Städtli und die Ladenbesitzer vom Städtli dazugekommen. Und dann im 2001 hat man eine Fußgängerzone gemacht, direkt vom Bahnhof bis hier runter, und hat die Markthändler einbezogen. Und das ist auch gerade auf den Dienstag gefallen, wo der normale Monatsmarkt auch immer ist. Und so ist das eigentlich nachher entstanden. Also ich finde es einfach erstaunlich, Dieter Pinkeli, dass selbst bei solchem Wetter, wie wir es hier heute heimlaufen, dermassen viele Leute sich angezogen fühlen und so einen Markt besuchen. Was macht denn eurer Meinung nach die Faszination aus von diesem Markt hier im Laufen? Also der Markt ist natürlich auch ein Ort der Begegnung in der heutigen Zeit, wo von Warenhäusern und von Elektronik bestimmt wird. Sind die Leute natürlich ein Stück weit in diesen Läden ein bisschen verloren, und auf dem Markt werden sie von den Händlern ernst genommen, man hat ein Ohr für sie, und das ist sicher ein grosser Unterschied. Es ist Kultur, es ist eine alte Kultur, und es bringt die Leute wieder zusammen. Dieter Pinkeli, ganz herzlichen Dank für das interessante Interview, und in diesem Sinn wünsche ich uns Marktbesucher und euch Markthändler, dass die Kultur noch lange erhalten bleibt. Merci vielmals. Die Markthändler mit ihren vielfältigen Ständen sind auch heute wieder aus der halben Schweiz angereist, um ihre wunderbaren Produkte einem breiten Publikum zu präsentieren. Marktbesucher sind sich gewöhnt, dass sie überall ein bisschen ausprobieren, degustieren und mit den Markthändlern eben auch handeln. An den verschiedenen Marktständen entdeckt man aber auch einen Haufen Produkte aus der Region. Sei es Bioprodukt oder Bier. Auf der Suche nach einem ganz speziellen Bier führt unseren Weg ins Steakhaus St. Florian. Und wie man sieht, werden wir hier schon herzlich willkommen. Das Steakhaus wird gefeiert vom Feuerwehrverein der Stadt Laufen. Unsere Suche war anscheinend erfolgreich. Hier links sehen wir das Fässchen. Und jetzt wird angezapft. Und zwar nicht irgendein Bier, sondern ein einheimisches Bier. Sauhofbräubier aus Laufen. Insider haben uns verraten, dass sie garantiert das beste Bier, das in Laufen gebraut wird. Also, prost miteinander! Draussen im Städtli Laufen herrscht immer noch Hochbetrieb. Hier in diesem Kinderwagen, hier herrscht auch Hochbetrieb. Zwischen Städtli und dem Bahnhof ist das Bierscenter. Und rund ums Bierscenter herum finden wir den Flohmarkt.
Ein richtiges Paradies für alle, die auf der Suche sind nach einer Trauweihe aus vergangenen Zeiten. So wie hier zum Beispiel die alten Schwarzbubenkalender, die zum Teil über 60 Jahre alt sind. Am diesjährigen 1. Mai-Markt in Laufen gibt es aber nebst dem Marktstand und dem Flohmarkt auch noch andere Attraktionen zu bewundern. Verschiedene volkstümliche Formationen stimmen die Marktbesucher schon jetzt mit ihren Darbietungen auf das kommende nordwestschweizerische Jodelfest ein, das ja hier in Laufen stattfindet, und zwar vom 11. bis am 13. Juni. Hören wir doch einfach mal ein bisschen rein. So, das wär's gesehen für heute vom 1. Mai-Markt aus dem Städtli Laufen. Bereits in 40 Tagen werden hier im Städtli Laufen ca. 60'000 Menschen erwartet, wenn das Nordwestschweizer Jodelfest über die Bühne geht. Wir freuen uns, und wer weiss, vielleicht sehen wir es dort.